Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Mein Name ist Raymond LP und ich liebe Nutten. Peniskerne. Peniskerne? Dein Penis hat einen Kern? Ja. Deiner also, nicht, oder was? Nee. Ja, wer ist jetzt unnormal? Ja, das ist ja die Frage. Geil. Super. Die sieht man auch, ne? Ja. Aber der Tooltip ist super. Voll hübsch bist du. Mach ich mir mal Gaffen. Dingsbild, aber dann muss ich mal abmounten. Komm, dann mach auch Questabgabe und dann machst du mir auch so eine Maske. Dann nehmen wir das als. Schreibst du uns Abonnenten eine Karte? Scheißdreck werde ich tun. Oh. Bin froh, dass ich euch mal alle vom Sack hab, ey. Oh. Vlogst du? Ja, genau. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön, denn da kann man nackte Menschen mal aus der Nähe sehen. Ohne Hosen, aber Dosen auf den Bo... Du bist voll schlecht in Freestyle. Ich kann dem nicht. Nein! Doch, was machst du denn da? Du liegst in der Luft. Was machst du denn da? Okay, dann wechselt er erst beim nächsten Einstieg, das kann sein. Okay. Bin ich dafür, wir spielen bald was anderes. Warum? Weil es scheiße ist. Nein, ich mach mal. Du fandst das doch letztes Mal so geil. Ja, letztes Mal ohne Error war es cool. Du Drecksack. Du fandst das doch voll gut und jetzt heulst du, oder? Ja, jetzt heul ich wieder. Ich hab meine Tage. Ist nicht. Doch. Nee. Doch. Kann's nicht immer der Bestimmer sein. Ihr könnt ja alleine weiterspielen. Oh, ich hab... Oh. Error, das warst du. Oh. Oh, der zweitplatzierte Error durfte keinen Faustkampf machen. Oh nein. Irgendwas wollen wir auch haben. Ja. Das machen wir wieder mal Sonnen. Penner. Oh, ich hab... Ich hab ein bisschen... Der zweite Team ich hab ein bisschen Pech runtergeschmissen. Wenn du da drunter herläufst, kann ich ja nichts dafür. Nein! Bist du weggenupsel. Kacksau, ey. Andreas, ich hasse dich. Ohr machen. Darf ich nicht treffen mit der Scheiße? Hast Andreas schon wieder? Ey! Ich hab einen Teamkollegen gekillt, leider. Andreas! Ach, der Andreas schon wieder. Das ist scheiße. Nee, er hat mich gekillt gerade. Sehr gut. Andreas. Das war Andreas. Endlich meine Rache. Das habe ich auch mal Andreas getroffen. Der ist scheiße, oder? Ja, ach, fuck. Da sitzt irgendjemand an dieser Kackballiste und schießt uns die ganze Zeit weg. Scheiße. Dann haben wir gewonnen. Mann! Boah. Teamkill. Teamkill, weißt du? Wer denn? Propaganda-Panda. Ach man, ey, da stehen vier Leute und wen haut der? Mich? Mich, warum haut er denn mich? Ey, machst du hier Leichenschändung oder was? Ey, machst du Leichenschändung? Leichenschändung. Finde ich gut. So, schön hinten rennen in die Leiche. Wer rennt denn da? Der Rehenbird. Ich renn mit dem Rehenbird. Der Rehenbird holt aus und trifft. Nee. Trifft? Mann! What the fuck? Rainbird? Hallo? Links! Panty, links! Oh, ist das geil! Oh, Distanzen! Oh, geil! Ey, du sollst kochen, Rainbird. Du sollst kochen. Pass mal auf, Panty. Das wird ein super leckeres Gericht. Achso. Wart. Oh mein Gott. Löschen. Selbst löschen. Du bist immer nur am Computer, Panty. Du bist auf der Arbeit am Computer, du bist zu Hause am Computer, du bist nur noch am Computer. Du hast gar keine Zeit mehr für mich.
Ich bin der Pantherportal und ich habe mal eine Banane gegessen. Ja, ich habe mal Grillkäse gegessen. Der war sehr lecker, dieser Grillkäse. Lecker. In dieser schwierigen Situation müssen wir alle zusammenhalten. Wir müssen gemeinsam an dem Problem arbeiten. Und ich bin der Mann dafür, der mit Ihnen gemeinsam applaudiert und schöne Posen reißt. Bitte wählen Sie mich. Ich bin Ihr Mann. Weißt du noch, das letzte Mal, als ich diese Pfannkuchen gemacht habe, die habe ich extra weggeschmissen, damit du nichts davon essen musst, weil die so eklig waren. Da könntest du nicht mal einen Sportwagen für kriegen, so schlecht waren die. Die Hamburger hingegen, die sind super, ne? Da kann man auch mal schon mal die gegen Sportwagen eintauschen. Ja, finde ich auch. Oder beim Boxkampf kannst du dann auch mal ganz gepflegt zwischen die Zähne hauen, den Hamburger. Dann hast du nämlich so einen Mundschutz, weißt du, dann kann dir nichts passieren im Gesicht. Weißt du, ich habe ja jetzt bei Amazon habe ich ja was bestellt. Das musste in zwei Kartons auf einer Sackkarre geliefert werden. Stell dir das mal vor. Weißt du, wie schwer das war? Das waren Säcke voller Steine. Pack ich dir in deine Tasche, wenn du zur Arbeit gehst. Hey, kauf mal mein Sperma-Verlängerungsgel. Was ist das denn? Hey, damit dein Sperma viel länger. Darauf stehen die Frauen. Geil, ist gekauft. Ein Buch für Kinder, die sich immer schon mal fragten, was hinter den getönten Scheiben im Van des netten Mannes passiert. FSK 6. 65, FSK 65. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick an meinen Kanal geben. Wenn dir gefällt, was ich so tue, darfst du mich gerne kostenlos und unverbindlich abonnieren und damit zu den besten Abonnenten der Welt gehören. Na, wenn das nichts ist. Ich hoffe, wir lesen uns in den Kommentaren wieder, denn ich beantworte jeden Kommentar. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen und macht's gut. Tschüsschen!